Anfänger geeignet. Das ist mir leider runtergefallen. Und jetzt hast du... Hä? Ella ist ein Chips-Profi-Tester. Schau mal, ich habe Post von Sally bekommen. Wer ist Sally? Eine YouTuberin. Schnell auspacken und lospacken. Wir werden heute einen Tag nur Influencer essen. Also was... Wir werden Influencer essen? Ich werde Ella aufessen heute. Also heute ist der Tag gekommen, endlich. Er hört mir immer nicht. Ich wollte mir schon immer eine Scheibe von dir abschneiden. Heute. Nein, wir werden das essen, was die YouTuber zum Beispiel wie Sally jetzt rausgebracht hat, das werden wir heute den ganzen Tag essen. Also werden wir Essen von YouTubern essen, essen. Genau. Essen. Hä, okay. Also so wie ein normales Essensvideo, nur dass wir nur Influencer essen. 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 Genau. Wie sagt man das denn? Wir essen Influencer essen, essen. Wir essen Influencer essen. Ja. Das ist so weird. Das ist wirklich komisch. Okay. Und du warst einkaufen. Genau, ich habe auch was bestellt hier bei Sally und ich fand es richtig cool, dass sie hier so deine Sally draufgeschrieben hat. Und wieso hast du noch kein Essen rausgebracht? Dann könnten wir das heute auch essen. Das frage ich mich auch. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was Hella für Essen rausbringen soll. Schau mal, wie cool. Was für ein Essen würde zu mir passen? Chips? Wasser? Hella Wasser? Hella Wasser? Also Hella liebt Süßigkeiten, aber ich fände es nicht so cool, wenn du Süßigkeiten rausbringst. So was Gesundes, passt das zu mir? Ein Apfel. Bring einen Apfel raus. Den heller Apfel. Nein, Spaß. Genau. Okay. Ich habe... Was ist das? Was kann man... So ein Knoblauch-Olivenöl bestellt. Hä? Wie cool das ist können wir aber jetzt doch nicht essen. Wir dürfen ja nur das essen, davon werden wir nicht satt. Ein Knoblauch. Nein, das können wir trinken. Wie schön sieht das bitte aus, oder? Aber das bringt doch uns gar nichts heute. Du wirst es ja gleich noch sehen. Ich habe dazu noch was bestellt. Ich habe uns nämlich eine Brotbackmischung bestellt. Oh, wow. Wir können ja so gut backen. Das ist, glaube ich, ganz einfach. Braucht man da noch was dazu? Frische Hefe. Haben wir frische Hefe? Nein, oder? Hefe, oh mein Gott. Wir haben Hefe. Wie cool ist das bitte? Wir sind natürlich bestens vorbereitet. Wir haben die gar nicht gesucht, sondern wir wussten direkt, dass wir diese Hefe hier haben. Ich wette, wir haben die seit unserem Einzug da schon drin liegen. Weil wir nein, ach Quatsch. Ach Quatsch. Jetzt brauchen wir eine Brotbackform. Da haben wir natürlich eine. Tom, da oben. Ach so. Stimmt, die habe ich dir mal geschenkt. Ja. 460 Gramm Wasser brauchen wir noch. Aber ist das Trockenhefe oder? Ja. Eine andere haben wir auch nicht. Ja, aber weil Trockenhefe muss nur eine Tüte rein. Oder nur eine Tüte. Nachher so einen ganzen Backofen voll gehabt mit dem Brot. Das Gefäß brauche ich. Ich will nur die Assistenz. Ich brauche immer meinen Assistenten. Also irgendwas passt da nicht so ganz. Ich guck mal, was hier noch so drin ist. Während Hella das Brot backt, esse ich zum Frühstück schon mal ein paar Hitchis, glaube ich. Nein. Doch. Einfach ein Hitchi in Pink. Schmecken die gut? Mhm, ja. Mal gucken, was das für eine Flavor ist. Himbeere, nice. Gelb ist Tonkabohne, was ist das denn? Die Tonkabohne schmeckt nicht so nice, probier mal. Ich finde die nice. Ja, dann kriegst du die ganzen gelben. Findest du nice? Ich guck mal, blau ist Waldfrucht. Also Himbeere schmeckt auf jeden Fall am besten. Ja. Schau dir das an. Hier ist irgendwie nur Pulver drin. Willst du da jetzt echt nicht den Rest reinkippen? Ich glaube nicht. Okay. Sonst kriegen wir das nie wieder verrührt. Mein Arm tut jetzt schon weh. Was man eben auch mit den Mehlen erzeugt. Aber das ist doch gut geworden, oder? Aber wenn ihr sagt, ihr habt keine Küchenmaschine, dann knetet einfach fleißig. Knetet fleißig. Ich habe fleißig geknetet mit dem Löffel. Du hast nicht geknetet. Mit dem Löffel. Und darf etwa 20 Minuten ruhen. 20 Minuten muss der Teig auch noch ruhen. Oh. Die hat das halt ganz anders geknetet und unseres ist viel zu flüssig. Ja. Wo wir eben noch dachten, das wäre viel zu fest, ist es viel zu flüssig. Also wir müssen es, glaube ich, einfach... kneten. So, Tom, das gebe ich jetzt dazu. Ja, und da soll ich das kneten. Ne? Genau. Eben war ich noch der Assistent und jetzt soll ich kneten. Jetzt nicht mehr. Also, Tom, du hast ja gehört, ganz einfach, dann fang mal an, ne? Ja. Was wird das jetzt? Ich kipp das um, hier drin knete ich das. Es ist sehr flüssig und ich werde hier einfach nur gezwungen, das zu machen, weil Hella hat es gekauft und wenn dann die Schweinearbeit kommt, dann muss ich es machen. Ich fand die Idee so cool. Ja, total. Vor allen Dingen kann ich gleich meine Hand einfach in den Backofen legen, weil da die ganze Pampe dran klebt. Eine Ewigkeit später. Kurzes Update, kleines Chaos-Update eher gesagt. Also ich habe jetzt hier fertig geknetet und das Brot ist im Backofen. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also ich glaube, das haben wir uns alle etwas anders vorgestellt, aber vielleicht wird es ja noch was. Oh, das sieht richtig gut aus, Tom. Das ist ein Meisterwerk. Ich glaube, mir ist noch nie ein Brot so gut gelungen, wie es heute. Ich habe gefühlt auch noch nie Brot gebacken vorher. Doch, wir haben ein Brot zusammen gebacken. Ja, Ikea-Brot.
Ja. Das war einfach. Da musste man nur Wasser in eine Tüte tun, ein bisschen kneten und dann war es fertig. Sieht mega gut aus. Ich glaube, ich hole das Brot jetzt mal raus. Es sieht so gut aus. Einfach Brotbäckermeister Tom. Krass. Mag an deiner Kehltechnik. Mein Onkel war tatsächlich Bäckermeister. Der war sogar fast mal im Guinness-Buch der Rekorde. Im Ernst? Den größten Kuchen der Welt oder so. Aber dann hat jemand einen größeren Kuchen gebacken. Und oh, im Ernst? Ja. Und dann kam er nicht mehr da rein. Jetzt lassen wir das mal so ein bisschen hier einfach drunter liegen. Ja, ich würde sagen, dann frühstücken wir irgendwann innerhalb des nächsten Jahres irgendwann, wenn das Brot dann mal fertig ist. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Vielleicht sieht Sally ja dieses Video. Und dann kann sie uns ist ja gerne... Ist sie stolz auf uns, ja, dass wir so erstens gut stolz haben. Und zweitens kann sie uns auch mal einladen zu ihrer coolen Küche mit so einem heißen Luftofen, wo man das richtig machen kann. Und dann lernen wir mal, wie man richtig Brot backt. Das ist echt so. Oh. Ist das durch? Es lässt sich so gut schneiden. Ja, ja. Es ist perfekt. Es ist perfekt geworden. Nicht so dicke Scheiben, oder? Das sieht richtig gut aus. Das sieht so gut aus. Wow, also ich hätte nie gedacht, dass das Brot mal so gut wird. So perfekt wird. Also mal schauen, ob es jetzt auch so schmeckt, aber... Es sieht wirklich bombastisch aus. Bitteschön. Da kommt nichts raus, es ist leer. Nein, das ist extra sparsam. I'm so excited. Genießt du dein Brot? Mhm. Es ist sehr nice. Mhm. Außen knusprig, innen fluffig. Ich will jetzt auch probieren. Richtig gutes Brot. Es sieht halt auch schon einfach professionell aus, als hätte ich es irgendwie gekauft. Ist so. Hätte ich niemals gedacht, dass da sowas Gutes raus wird, als du das noch so geknetet hast. Also Sally, ich muss echt sagen, das ist ein Top-Produkt. Schmeckt sehr gut und auch Anfänger geeignet. Gibt es auch was zu trinken dazu? Zu unserem Frühstück? Oh ja! Wir haben so viel zu trinken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, erstmal mit einem Tee. Das passt ja so zum Frühstück, ne? Ja. Welche Sorte möchtest du von dem Brattee? Von wem ist der Brattee? Von Bratura, Bratinas. Nein. Ja, wie heißt der? Capital Bra. Ja. Du Bratura, Bratinas. Ich dachte, ich kündige ihn so mit an. Ich nehme Wild Lemon. Okay. Das schmeckt gut. Kann man essen? Mhm. Trinken? Essen kann man sehr gut essen. Ich möchte das auch einmal probieren. Okay, ich probiere das. Schmeckt auch. Aber es ist eher so ein Getränk für abends, habe ich das Gefühl. Weißt du, so wenn du dich so mit Freunden triffst, abends nochmal hier schön so ein Bubble-Tea trinken. Oh, ich finde, das schmeckt besser. Ich finde beide lecker. War es das schon mit dem Frühstück? Ehrlich gesagt, ja. Aber ich habe auch immer noch ein bisschen Hunger. Vor allen Dingen auch was anderes mal. Wir könnten jetzt noch als kleinen Snack ein paar Riegel von Pamela Reif essen. Ich möchte unbedingt den hier probieren. Okay. Brownie. Ich finde, der hört sich richtig gut an. Okay, was haben wir hier denn noch zur Auswahl? Chunky Chocolates. Chunky White Chocolate. Oh, und den möchte ich auch. Hey! Was ist los? Und Crunchy Protein Bar Cashew Caramella. Den nehme ich. Aber das sind halt Proteinriegel, ne? Die sind halt nicht immer so komplett köstlich. Perfekt für mich, weil ich so viel Sport mache. Schmeckt nach Proteinriegel? Mhm. Also nicht das köstlichste. Das ist jetzt leider nicht so meins. Probier du mal. Und? Mann, ich hatte mich richtig darauf gefreut. Irgendwie fand ich den jetzt nicht so gut. Proteinriegel. Okay, ich probiere jetzt mal hier das hier. Ist schon besser. Was sagst du? Auf jeden Fall besser. Jetzt kommt Chunky White Choc. Mmh. Und? Was sagst du? Licious? Mhm. Finde ich besser als die anderen, oder? Ich kann die gar nicht mehr unterscheiden. Ich habe so viele Geschmäcker gerade im Mund. Ich schmecke gar keinen Unterschied mehr. Aber den finde ich, glaube ich, am besten. Der ist auf jeden Fall schon mal nice. Ist das der niceste? Mhm. Ich glaube, das war so der, von dem man es am wenigsten erwartet hatte. Und das ist jetzt einfach der niceste. Und der, wo man dachte, das wäre der beste, ist der nicht beste. Ja, probier den mal. Ich schmecke keinen Unterschied mehr. Ich habe gerade 4 Riegel nacheinander gegessen. Der hier ist auf jeden Fall für mich der leckerste. Weiter geht's. Wir werden heute auf jeden Fall nicht verdursten. Ja, das glaube ich auch nicht. Wir machen mal weiter mit diesen Eistees von Shireen David. Okay. Wir haben hier einmal Dirty, nochmal Dirty und nochmal Dirty und nochmal Dirty. Was ist hiermit passiert? Da ist ein Loch drin. Das ist mir leider runtergefallen. Wie kann da ein Loch drin sein, aber es läuft nur so ein Tropfen raus? Es fühlt sich halt an, als wäre es komplett voll noch ist. Wie krass. Warum läuft das nicht aus? Hier läuft nur so ein Tropfen raus. Ich weiß es nicht. Okay. Also die Verpackung kriegen schon mal 5 von 5 Sternen, weil die scheinbar... Ich finde die mega schön. Und diese hier sind Zero. Also Low Calorie. Das heißt ja aber nicht keine Kalorien. Also es ist nicht ganz wenige, glaube ich. Es ist nicht Zero. Zero. Ich trinke dann auf jeden Fall den mit Calories. Welchen trinkst du? Wir probieren beides. Ich finde, das hier hört sich auch richtig cool an. Kaktus. Ist das eigentlich alles, was es zum Mittag gibt? Oder gibt es auch was zu essen? Es gibt auch noch gleich was zu essen. Okay. Aber du wirst wahrscheinlich weinen. Weinen? Weinen, ja. Gibt es Wein?
Nein, was anderes. Ich glaube bei D, wo wir alles in D gegessen haben, da hatten wir Dirty. Bin gespannt auf diese Sorte. Oh, weißt du, wie die riecht? Weißt du noch, als wir in Finnland waren, da gab es immer so Blaubeersaft. Ja. Genau so riecht das. Hab jetzt was anderes erwartet. Also ich finde es gut, dass er nicht so komplett süß ist. Aber irgendwie hatte ich noch das hier mit dem prickelnden Geschmack. Das war irgendwie nicer. Also das fehlt mir hier so ein bisschen, dass es so prickelt. Tom, ich glaube, hier ist das Sparkling rausgegangen, weil hier ein Loch drin ist. Meinst du, das war Sparkling vorher? Ich glaube nicht. Ist nicht alle Eistees sind Sparkling. Ich glaube, der war nicht Sparkling. Probier mal einen von denen. Probier den jetzt. Obwohl da schon viel Druck drauf. Ich bin gespannt. Ist der Sparkling? Mhm. Echt? Ja. Dann ist deswegen, ich hab's noch gesagt. Oh, wie krass. Lecker. Mango-Kokosnuss, richtig lecker. Okay, ich probiere, was ist das hier, Kaktus? Okay, ich muss mal gucken, was du als sehr gut einstufst, damit ich das einschätzen kann. Was soll das denn heißen? Ja, dann findest du den bestimmt auch richtig gut. Schauen wir mal. Das Ding ist, ich bin eigentlich gar nicht der Eistyp-Fan, aber... Was für Eistyp-Fan? Nein. Sie feiert alles. Hella liebt es, wenn es süß ist. Mm, aber das schmeckt gut. Und jetzt noch das. Peach, sagen sie. Mm, finde ich am schwächsten. Okay. Ich wette mit dir, dass ich den hier jetzt am stärksten finde. Ja, ich glaube, den finde ich echt am besten. Ja, aber ich muss sagen, ich finde die von Kappi noch einen Ticken besser. Also das hier sind meine drei Favoriten. 1, 2, 3. Dann lass uns mit etwas zu essen weitermachen. Ja, bitte. Was gibt's jetzt zu essen? Was ist das? Keksteig zum Löffeln von Victoria und Sarina. Keksteig zum Löffeln? Ja, sowas Gutes habe ich auch noch nie gehört, Tom. Und jetzt Hä? Den muss man noch machen, glaube ich. No, God, please, no! Da muss bestimmt einfach nur Wasser rein. Was ist? Was ist, Hella? Hä? Einfach 50 Gramm Margarine oder weiche Butter und 40 Milliliter Wasser mit der Rührmischung in ein hohes Gefäß geben. Mit einem Mixer. Wenn ich das schon wieder höre, dann musst du schon wieder deine Hände einsetzen. Nee, Hella. Mit sowas hier vielleicht? Man kann das auch einfach in diesem Gefäß machen. Lass uns das doch machen. Steht das da drauf? Schau mal, alternativ mit ganz viel Power direkt im Becher mit einer Gabel anrühren. Mit einer Gabel? Ja, lass das hier drin machen, das finde ich viel cooler. Geht doch so. Sicher? Ja. Also gesund kann das jetzt nicht sein. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei Keksteig, aber das ist schon krass viel Butter, die wir gleich essen. 12 Sekunden später. Nein, 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 was ist passiert? Die Butter ist explodiert. Nein. Es hat geknallt. Ich hab's letztens erst sauber gemacht. Hier oben ist es in die Decke geflogen. Einfach ein bisschen nach Gefühl. Mach das wirklich auf Stufe 1. Das wird halt nichts. Wow. Das wird doch was. Der Keksteig ist fertig. Er sieht jedenfalls so aus, wie er aussehen soll. Das hat jetzt aber echt einfach funktioniert. Es war jetzt innerhalb von 10 Sekunden fertig und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt schmeckt. Ich wette mit dir, das schmeckt nach Keksteig. Denk an den halben Klotz Butter, der da drin ist. Mm. Schmeckt aber gut. Okay, ich probiere auch mal. Schmeckt nach Keksteig. Und davon kriegt man jetzt keine Bauchschmerzen. Echt jetzt? Weiß ich nicht. Das ist ja der Grund, warum Mütter immer zu einem sagen, dass man den Keksteig nicht essen darf. Er gibt circa 5 Portionen. Das heißt, man soll das in 5 Portionen essen. Ist das jetzt unser Mittagessen oder was? Leider ja. Es gibt nichts anderes. Doch, es gibt noch etwas anderes. Was? Ich habe schon gesehen, was das ist. Kaugummis. Nein, das Kaugummis. Stand auch nicht die ganze Zeit auf der Fensterbank. Davon wird man auch nicht satt. Bilou. Die haben wir auch schon irgendwann mal gegessen, Hella. Echt? Ich glaube bei B. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Doch. Ich habe auf jeden Fall einfach mal alle Sorten gekauft. Damals haben wir die gegessen. Cherry Coco Flavor. Ich fange jetzt mal an mit Donut. Orange, Lemon, Slushy Apple Flavor. Oha. Wie schmeckt deiner? Was ist? Das war gar nicht meins. Das haben wir schon mal gegessen. Das mochte ich auch nicht. Besser als der andere auf jeden Fall, aber er ist auch nicht hundertprozentig nice. Ich möchte jetzt die hier probieren. Wir haben hier Kaugummi Slushy Apple Flavor. Hört sich nice an. Hört sich sehr nice an. Tom liebt ja alles, was mit Apfel zu tun hat. Mhm, und schmeckt auch richtig nice. Oh, was ist? Das ist ein richtig saurer Apfel. Es geht, so sauer ist auch nicht. Doch, sehr sauer, oder? Nein, was ist, Hella? Wie unterschiedlich können so Geschmäcker sein? Ist echt so. Lemon Cheesecake Flavor. Hört sich richtig gut an. Tom und ich lieben Käsekuchen. Und Lemon ist auch immer gut. Ich kann mir das aber nicht als Kaugummi vorstellen. Ich auch nicht. Kannst du mir auch leider vorstellen. Oh Mann, das tut mir richtig leid. Ich dachte, die sind richtig lecker leider. Also die Äpfeldinger schmecken auf jeden Fall gut. Die hier. Eine letzte Chance gibt's noch. Bilou Orange Lemonade Flavor. Schauen wir mal, was wird. Und? Mh, auch nice. Nice? Mhm. Nicht so intensiv,
aber schmeckt nach Orangenlimonade. Ja, dann gebe ich dir mal hier alle Kaugummis, die kannst du alle gerne behalten. Also das weiß ich noch vom letzten Mal, mag ich nicht. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Und diesen Donut will ich jetzt auch nochmal probieren. Echt ein bisschen komisch. Also ein echter Donut schmeckt besser. Und jetzt den Cheesecake zum Donut dazu. Okay. Schoko-Zitrone. Der ist ganz komisch, ne? Falls ihr die schon mal probiert habt, schreibt mal in die Kommentare, welches eure Lieblingssorte ist. Leider muss ich dir sagen, dass es das eigentlich schon war, aber wir können gerne noch ein Getränk ausprobieren. Und zwar haben wir hier von Knossi sein Algegetränk mit Limettengeschmack. Da bin ich auch ganz gespannt. Aha. Wusstet ihr, dass wir Knossi mal getroffen haben in New York mit Kai Pflaume? Ja, eigentlich müssen wir das Foto einblenden. Ja, wir haben Knossi mit Kai Pflaume in New York getroffen. Richtig cooler Typ oder beides coole Typen. Bin ich gespannt, ob sein Getränk auch so cool schmeckt. Oh, das ist auch schon wieder richtig intensiv. Aber schmeckt nach Limette, genauso wie es hier draufsteht. Ich glaube, du magst das richtig gerne. Okay. Weil das ist nicht so süß. Oh, es hat aber so einen ganz leichten Touch von Bitterkeit. Sprachenlernen, Bubble. Wäre dieser Touch nicht dabei, dann würde ich es noch mehr feiern. Aber ich glaube, das ist auch so ein Abendgetränk. Koffeinhaltig sogar. Oh, krass. Aber magst du gerne, oder? Ist in Ordnung. Also bis jetzt wirklich... Kappis Tee noch die besten, muss ich einfach so sagen. Es ist mittlerweile 21.18 Uhr und ich habe echt Hunger. Ich auch. Und vor allen Dingen hat Hella irgendwie zwischendurch immer sich hier was abgeschnitten von diesem Brot. Ja, das ist halt schon halb aufgegessen. Hunger. Richtig crazy. Aber hier sieht man, es ist nicht so ganz durch. Aber trotzdem finde ich es sehr lecker. Ja, aber es hätte noch ein bisschen länger gekonnt, ja, glaube ich. Ja, komm. Hier am Rand egal. Kann man es aber gut abschneiden. Egal. So, Abendbrot, was gibt's? Es gibt Pizza. Und du kannst jetzt mal schauen, von wem. Okay. Kapital Bra! Das wird dir bestimmt schmecken. Braturas, wie nice! Einmal Sujuk und einmal Rindersalami. Da kannst du ja gar nichts von essen. Ist halt beides mit Fleisch. Oh nein! Sujuk, Rindersalami. Sujuk. Was esse ich denn jetzt? Rindersalami, Sujuk. Isst die Pizza, bevor es ein anderer tut, okay? Also ich werde die auf jeden Fall nicht essen. Was steht hier drauf? Mach einen auf Crunchy, ist in, aber Baba Soft. Mozzarella feed Edamame. Edamame, ja. Okay. Oh, was hier steht. Billelelelegt mit. Achso, billelelelegt. Also wegen billelelegt. Billelelelegt mit überkrasser gebratener Sujuk Pepperoni und roten Zwiebeln. Wir probieren mal den hier. Ja, unterscheidet sich jetzt nicht so viel von der anderen Pizza, oder? Außer, dass die relativ klein ist. Erstmal probieren, Hella. Erstmal abwarten. Wir haben aber ja auch noch andere Sachen. Habe ich schon gesehen, weil sie hier überall rumstehen. Von meinem Lieblingsinfluencer. Joko Winterscheid ist einfach der sympathischste Typ, den ich kenne. Also ich kenne ihn nicht, cool. Aber er wirkt immer sehr sympathisch. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie seine Schokolade schmeckt. Wir haben nämlich hier... Mit Brezelstücken Karamell... Und Vollmilchschokolade. Oha, die hört sich wirklich richtig nice an. Weißt du, an was mich die richtig erinnert? Die Willy Wonka Schokolade! Ja! Das erinnert das mich so an auch. Diese Willy Wonka Schokolade wegen, weiß nicht, irgendwie fühlt die sich so an, als wenn da so ein goldenes Los drin ist, dass man die Schokoladenfabrik kann. Die fühlt sich so richtig hochwertig und nice an. Ich lieb's. Darf man die auch essen oder nur Nein, anfassen? Okay. Nur anfassen. Gut, dann warten wir jetzt mal, bis die Pizza fertig ist. Leute, ich wünschte, ihr könntet riechen, wie es hier aus diesem Backofen riecht. Ich schwör's euch, es hat noch nie eine Pizza so krass gerochen. Ich bin sehr gespannt, was Hella gleich zu dem Geruch sagt. Wie gut riecht das hier bitte? Magst du den Geruch? Ja. Schau, ich habe vor allen Dingen richtig Durst. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Und zwar Brattee. Den hatten wir doch heute schon, Brattee. Ja, aber anderen. Andere Verpackung. Schau mal, Wassermelone. Oha, Zitrone und was ist das? Granatapfel. Oh, ich glaube, das schmeckt richtig gut. Ich glaube, ich probiere es. Ich nehme als erstes Watermelon. Und? Das ist ja jetzt wahrscheinlich ohne Sprudel, oder? Ist ohne Sprudel. Finde ich wirklich sehr lecker. Was ist das? Wassermelone? Schmeckt, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, schmeckt halt nach Wassermelone. Darf ich auch mal probieren? Ist halt in Ordnung. Also ich mag immer noch diese hier am liebsten. Okay, jetzt probiere ich aber die Wassermelone. Nice. Schmeckt natürlich jetzt nicht wie eine echte Wassermelone, aber genau so habe ich es mir eigentlich vorgestellt. Was ist das jetzt? Zitrone. Das riecht so klassisch nach Eistee. Ich glaube, so normaler Eistee ist ja fast immer Zitrone oder Peach. Mhm. Ja, aber sehr nice. Ich möchte auch ein bisschen. Bin ja eigentlich nicht der Eistee-Fan, aber...
Also der schmeckt für Zitroneneistee schon ziemlich gut. Mega nice. Aber das ist, glaube ich, mein Liebster. Ich bin sehr gespannt. Ja, ist auch in Ordnung. Also ich glaube, ich mag den hier am liebsten. Zitrone, das dazu. Das passt perfekt. Und also du stehst auf Zitrone? Das und das, oder was? Ja, was passt halt mega. So, mal gucken, wie es der Pizza geht. Ich glaube, die ist langsam fertig. Ja, doch, die ist fertig. Hier, guck mal, diese Topflappenteller irgendwann mal von einem Zuschauer. Die sind voll schön. Die waren, glaube ich, sogar selbst gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Nee, schlecht ist sie, glaube ich, nicht. Sonst würde die jetzt Schimmel haben. Ha, ha, ha. Vor allen Dingen ist sie, glaube ich, noch richtig heiß. Deswegen, ich lasse sie jetzt erstmal noch ein bisschen abkühlen. Hella, was isst du denn jetzt eigentlich? Ich habe jetzt nichts Richtiges zum Essen. Obwohl, da hinten lächeln mich schon den ganzen Tag diese Chips an. Sind einfach Chips, oder was? Genau. Jetzt probiere ich erstmal Paprika. Hella ist ein Chips-Profi-Tester. Schmecken ganz gut. Bin richtig... Da kam nichts mit. Joa. Ich kann mir vorstellen, die sind richtig gut von ihm. Sour Cream. Nice. Die sind nice. Alter, wie riesig. Die sehen halt aus, als wenn die so richtig aus großen Kartoffeln geschnitten sind. Die sind nice, oder? Und zu guter Letzt, Sweet Barbecue. Sweet Barbecue, okay, dann machen wir auf. Solche Chips mag ich eigentlich immer nicht so gerne. Diese Barbecue-Chips, aber ich dachte, die muss ich jetzt auch probieren. Boah, da sind Riesenchips immer drin. Wie kann das sein, dass die nicht darin kaputt gehen? Das ist echt Respekt, also dass die so groß immer noch sind. Schmeckt halt nach Barbecue-Soße. Finde ich nicht so nice. Ja, das ist halt eine Geschmackssache. Ja, aber das mag ich auch allgemein nicht. Das liegt nicht an der Konsistenz oder so. Die Chips an sich sind echt nice. Also die Konsistenz ist echt nice. Geschmacklich fand ich die sogar gar nicht so schlecht, dafür, dass ich keinen Barbecue mag. Aber bei denen hat mir ein bisschen Flavor gefehlt, ehrlich gesagt. Ja, dann probier mal deine Pizza. Okay. Riecht halt köstlich. 10 von 10, der Geruch. Bra. Vielleicht fängt der hier auch an zu rappen. Bratinas, Braturas. Nein, ey, ohne Witz, nicht schlecht. Nicht schlecht, muss ich sagen. Dafür, dass es eine Tiefkühlpizza ist, ist es wirklich nicht schlecht. Und ich habe noch nie eine Sucuk-Pizza vorher gegessen, deswegen habe ich keinen Vergleich. Aber schmeckt sehr nice. Richtig gut. Ich finde, der hat richtig coole Sachen rausgebracht. Ich habe so Hunger. Ich habe jetzt noch eine Sache, die ich probieren werde. Und zwar diese Schokolade. Diese Jokolade, sorry. Jokolade. Schau mal, Tom. Was ist das denn? Einfach Mensch, ärgere dich nicht. Nee, Joko, ärgere dich nicht. Joko, ärgere dich nicht. Wie cool ist das denn, bitte? Das ist doch echt ein Highlight. Ja. Joko, ärgere dich nicht. Könnt ihr mit Spielfiguren eurer Wahl spielen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Finde ich mega cool. Finde ich richtig, richtig genial. Leider kein goldenes Ticket, das wir uns eigentlich erhofft haben. Schade. Von Willy Wonka. Oh mein Gott, wie cool. Richtig genial finde ich das. Hella ist ja eigentlich kein Schokoladenfan. Schmeckt aber nice. Die hat einen ganz besonderen Touch, weil die einfach wirklich nach diesem Salz auch noch schmeckt. Das ist immer nice, mit so salzig karamellig, das ist immer nice. Mal sehen, ob die Schokolade kompromisslos lecker ist, wie es da steht. Es ist eine weiße Schokolade. Die Schokolade ist mit karamellisierten Haselnüssen, Coffee-Biscuits und Baiser. Schmeckt? Ich liebe weiße Schokolade halt auch einfach. Ich auch. Aber es gibt auch richtig eklige weiße Schokolade. Also das ist immer so ein heikles Thema mit der weißen Schokolade. Aber die ist gut. Nice. Ja, sehr schön. Ich glaube, dann haben wir wirklich alles probiert, was wir hatten, oder? Ja. Also ich werde auf jeden Fall noch diese komplette Pizza aufessen. Die schmeckt baba. Die finde ich richtig lecker, die Schokolade. Hella isst einfach zum Abendbrot Schokolade, aber warum nicht? Und diese Chips. Die Chips. Was hat dir am besten gefallen, Hella? Wenn du jetzt eins auswählen müsstest. Bei mir ist es tatsächlich die Pizza, glaube ich. Echt? Ja. Ich glaube, bei mir ist es das Brot. Das Brot. Ich fand, das ist so gut gelungen. Und das können wir echt nochmal wieder machen. Das Öl finde ich auch richtig gut. Allgemein die Bestellung von Sally. Einfach mega nice. Die Chips finde ich auch sehr, sehr köstlich. Also so ein richtiger Flop war eigentlich nicht dabei, außer halt diese Donut-Kaugummis. Die waren jetzt nicht die besten. Aber ja, ist halt so. Ist ja auch immer alles Geschmackssache. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob es noch irgendwelche anderen Essenssachen gibt von irgendwelchen Influencern, berühmten Leuten, die wir austesten sollen oder die wir vergessen haben. Und dann machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, gesund bleiben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.